Ja, Martin, Sie sind noch auf. Ich sah schon Licht in Ihrem Zimmer. Sie sind hier so blass. Sie können sicher nicht schlafen. Ich verstehe das sehr gut, Martin, aber wir müssen uns zusammennehmen. Was würde denn Hans dazu sagen? Ich gebe Ihnen eine Schlaftablette. Und ich nehme auch eine. Mit einem Glas Wasser nehmen? Schmeckt scheußlich. Hilft. Gute Nacht, Martin. Gute Nacht. Ja, bitte, Herr Direktor. Frau Dr. Burkhardt. Ich habe hier das Heft eines Primaners. Ja. Des Primaners Martin Wieland. Ja, bitte. Es ist ein Tagebuch, Frau Doktor. Das Tagebuch einer wahnsinnigen Liebe zu Ihnen. Und nicht einmal einer einseitigen Liebe. Was? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nicht so einsilbig wären. Wollen Sie mir bitte erklären? Ich kann nichts erklären. Ich weiß ja gar nichts davon. So, wirklich nicht? Einiges hier ist aber mit einer äußerst plastischen Genauigkeit beschrieben, die sehr überzeugend wirkt. Ein richtiges Liebesverhältnis mit allen Konsequenzen. So, das können Sie von mir glauben? Sie haben doch selbst gesagt, dass Martin Wieland ein Dichter und Träumer ist. Der letzte Teil ist mit einer irrsinnigen Eifersucht erfüllt. So hat zum Beispiel der junge Mann gestern Abend beobachtet, wie ein anderer Mann sie geküsst hat. Unter einer Laterne, sinnigerweise. Mein Gott. Das stimmt also wirklich? Ja. Fräulein Burkhardt, das sind doch alles ungeheuerliche Dinge, die ich nie von Ihnen geglaubt hätte. Was Sie privat machen, ist mir egal. Ganz egal. Sie ahnen ja nicht, wie egal mir das ist. Aber ich habe doch gar nichts getan. Ich nehme es auf meinen Beamteneid, oder wie das heißt, dass mit Martin Wieland nichts Unerlaubtes oder Verbotenes oder... Sie haben sich in der Schule so zu benehmen, dass niemand auf die Idee kommen kann, sich in Sie zu verlieben. Herr Oberstudiendirektor, wo sich jemand in uns verliebt oder wo wir uns selber in jemanden verlieben, kann man das durch eine Hausordnung bestimmen? Wir müssen es bestimmen. Aber das kann doch kein Mensch bestimmen. Ach, das Ganze ist doch wirklich zu dumm. Verstehen Sie denn nicht? Was der Junge nicht bekommen kann, das nimmt er sich eben in der Fantasie. Und dann wird ein Gedicht daraus oder ein Roman. Ja, sind Sie denn nie jung gewesen? Ach, geben Sie es her. Ich werde selbst mit Martin Wieland sprechen. Hat man es hier denn wirklich nur mit Kindern zu tun? Es ist uns leider so gut wie gar keine Zeit mehr geblieben. Ich wollte Ihnen eigentlich noch die Vakuumröhre demonstrieren, aber dazu ist es zu spät. Lesen Sie zur nächsten Stunde das Kapitel über Heinrich Hertz und merken Sie sich die Daten. Ich beende hiermit die Stunde. Gehen Sie auf den Hof, aber leise, damit Sie die anderen Klassen nicht stören. Bitte, Wieland, bleiben Sie hier und helfen Sie mir beim Abbau der Geräte.
Martin, quälen Sie sich nicht. Sie sollten es doch nie erfahren. Und niemand, dass ich Sie liebe. Man braucht sich nicht zu schämen, wenn man liebt. Ob glücklich oder unglücklich, schämen muss man sich nicht. Wir müssen jetzt nur genau überlegen, was wir tun. Dass wir beide nicht mehr unter einem Dach wohnen können, das sehen Sie doch ein, nicht wahr, Martin? Vielleicht verlangt der Direktor sogar, dass Sie auf eine andere Schule gehen. Oder er verlangt es von mir. Wäre denn das so schlimm, Martin? Wir bleiben doch Freunde. Nun packen Sie mal Ihr Tagebuch ein und dann gehen wir zusammen zum Direktor, ja? Was soll denn das? Gehen Sie es her. Nein! Martin, Sie sind voll Wahnsinn! Was war denn das? Ich habe eine Vakuumröhre zerschlagen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so Krach macht. Das war aber wie ein Schuss. War aber bloß eine Vakuumröhre. Naja, es riecht aber nach Pulver. Hansen, was entsteht bei einer elektrischen Entladung in der Luft? Ozon, Frau Doktor. Und den riechen Sie, Sabotke. Moment mal. Bitte. Was kostet denn so ein Ding? Ziemlich teuer. Bitte. Los, los. Gehen Sie raus. Komm. Wieland, bitte tragen Sie die Scheibe. Ich war auf dem Weg zu Ihnen, da hörte ich's knallen. Was ist passiert? Er hatte eine Pistole in seiner Macht. Was? Ja, ich habe versucht, sie ihm wegzunehmen und dabei ist der Schuss losgegangen. Da sehen Sie selbst. Es muss natürlich repariert werden. Und dann weiß Sabotke, was hier passiert ist. Und was Sabotke weiß, das weiß natürlich sofort die ganze Stadt. Wissen Sie überhaupt, was Sie Frau Doktor angetan haben? Sie, kindisches Würstchen, Sie! Ihnen gehört eine Tracht Prügel! Jawohl, das ist es, was Ihnen fehlt! Immer diese Träumer, diese deutschen Jünglinge mit dem Wolkenblick. Die richten das größte Unheil an. Aber ich schmeiß Sie raus. Verlassen Sie sich darauf. Hauen Sie ab, Sie Hans. Guck in die Luft und lassen sich hier nicht mehr sehen. Aber Herr Direktor, der arme Junge... Was ist der? Ein armer Junge? Wollen Sie sich nicht wenigstens entschuldigen, Sie Flegel? Bei einer Dame, die sich ihretwegen ruiniert hat und nur noch für Sie bittet? Sie, Verliebter, verleumde Sie. Sie lieben Sie ja auch. Mein Gott, der tut sich etwas an. Ach, der tut sich nichts an. Haben Sie gehört, was er zu mir gesagt hat? Nein, was hat er denn gesagt? Oh, schon gut. Es tut mir so leid, dass ich Ihnen solche Schwierigkeiten mache. Bitte verzeihen Sie mir. Und bitte regen Sie sich nicht mehr auf. Ich trage selbstverständlich die Verantwortung für alles, was hier passiert ist. Für alles, was hier passiert ist? Ja.